Ja, vielen Dank euch. Da juckt's mir in den Gliedern. Wenn ich zu Hause wäre, dann würde ich wahrscheinlich tanzen. Hier bin ich ein bisschen zu schüchtern für. Ich möchte mich gerne mal vorstellen. Freue mich, euch zu sehen. Liebe Gemeinde, mein Name, wie gesagt, ist Sebastian Friedle. Nach 9 Jahren habe ich es endlich mal geschafft, hier zu sein. Ich bin seit 2013 Kinder- und Jugendreferent in der evangelischen Krishona-Gemeinde Freiburg. Seit 2020 bin ich Pastor. Ich war lange Jahre mit Oliver Ohler da unterwegs und da gab es jetzt eben einen Wechsel und das ist mein nächster Schritt so. Ich bin verheiratet mit Julia, ehemals Scherer, also nicht Scherer, sondern Scherer, jetzt Julia Friedle, die kommt im zweiten Gottesdienst höchstwahrscheinlich hier auch nochmal mit dazu. Die schiebt gerade eine ziemlich dicke Kugel, das heißt wir sind in freudiger Erwartung, am 19. Mai wird es bei uns so sein, da kriegen wir einen kleinen Stöpsel, wenn alles gut geht. Ja, was gibt's denn noch zu mir zu sagen? Ich bin Hühnerfan. Ich habe bei mir zu Hause 5 Hühner im Garten. Das hat mit einem Späßchen in der Jungschar gestartet. Da haben wir zu Ostern Hühner ausgebrütet und als sie dann da waren, konnte ich mich nicht mehr trennen von ihnen. Ab und zu kommt jetzt mal der Marder vorbei und trennt mich von ihnen, aber ansonsten geht es denen sehr, sehr gut. Vielleicht noch kurz, was verbinde ich mit der FEG hier? Aber auch generell so mit der FEG deutschlandweit. Ich war in den letzten Jahren sehr viel mit dem Carsten Focken unterwegs. Im Bereich GIF Jugend in Freiburg haben wir viel miteinander auch gemacht. Wir hatten jetzt vor einigen Jahren den Allianz biblischen Unterricht, wo wir gemeinsam mit 3 Gemeinden unterwegs waren. Adonia ist immer mal wieder so ein Überschneidungspunkt zwischen der Krishona Gemeinde und der FEG hier. Und auch vom Kids-Holer können mich vielleicht die ein oder anderen so kennen. Aber es gibt noch mehr. Ich habe in meinem Studium, was ich 2008 bis 2013 auf Krishona absolvierte, ein Praxisstudienjahr gemacht und das erstaunlicherweise oder auch glücklicherweise in der FEG Dresden. Ich war von 2011 bis 2012 in der FEG Dresden. Uli Mann war da mein Anleiter und es war eine sehr, sehr gute Zeit für mich auch. Also ich durfte da so ein bisschen FEG-DNA auch schnuppern und mitbekommen und es hat mich sehr positiv geprägt und ich schaue da wirklich sehr, sehr gerne auch auf diese Zeit zurück, wo wir gemeinsam viel auch erlebt haben, wo ich auch beim FEG-Bundestreffen und so mit dabei war, am Stand war. Und genau, schlussendlich bin ich dann doch im eigenen Stall geblieben, bin nach Krishona gegangen. Aber nach wie vor ist da einfach auch eine Verbindung so in die FEG hinein und ich fühle mich da sehr, sehr wohl, auch was den Frömmigkeitsstil, verschiedene theologische Aussagen auch angeht. Da sind wir irgendwie sehr nah auch aneinander dran. Wenn ich so auf die letzten Jahre auch meines Lebens so zurückschaue, dann bin ich überrascht und fasziniert auch, wie Gott immer wieder oft auch unerwartet Türen öffnet. Möglichkeiten schenkt, mit denen man gar nicht so sehr rechnet. Unter anderem eben so die Möglichkeit, auch in der FEG Dresden mein Praxisstudienjahr zu machen. Ich war lange irgendwie orientierungslos, wusste nicht wohin, ob nach Afrika oder in Deutschland oder Mission oder Gemeindedienst, wie auch immer. Und ich bin dann mit einem Kommilitonen zusammengekommen, habe mich mit ihm ausgetauscht und ein paar Wochen später stand ich mit gepackten Koffern eben vor dem Goldenen Lamm in Dresden und habe meine neue Stelle gestartet. Und da sind so Türen aufgegangen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und auf einmal sind Chancen entstanden. Und ich glaube eben auch an einen Gott der offenen Türen. Ich glaube an einen Gott der Möglichkeiten und Chancen immer wieder auch schenkt und eröffnet. Ich glaube an einen Gott der Neuanfänge, einen Gott der Wege bahnt und der Wege hat, die höher sind als meine, der Gedanken hat, die höher sind als meine eigenen Wege. Und bei dem immer irgendwie auch Hoffnung, immer irgendwie auch Zuversicht, immer auch irgendwie ein nächster Schritt
ja nicht immer sichtbar, aber möglich ist. Ich glaube an einen Gott der offenen Türen. Und das begeistert mich auch so sehr beim Gemeindebau. Ich finde es genial, wie Gottes Perspektive oder wenn Gottes Perspektive Menschen in der Gemeinde erreicht und da ganz neue Horizonte sich auch auftun und vielleicht Menschen aus verrannten Situationen wieder einen Schritt rauskommen und Wege einschlagen, die sie sich früher nicht im Traum vorstellen konnten. So. Und gleichzeitig erleben wir doch immer wieder, dass Türen geschlossen bleiben, dass Türen sich verschließen, dass Möglichkeiten verwehrt bleiben, obwohl wir sie uns doch so sehr auch wünschen. Und darüber möchte ich heute unter anderem auch sprechen, eben von diesen Türen, die verschlossen bleiben, die sich eben nicht öffnen. Und möchte dann aber auch erklären, welche Gründe es vielleicht auch geben kann, warum manche Türen, manche Möglichkeiten eben nicht auch sich eröffnen. Und der Predigt habe ich eben folgenden Bibeltext aus Offenbarung 3 auch zugrunde gelegt, wobei ich ihn, muss ich ehrlicherweise auch sagen, viel mehr als Sprungbrett nutze. Ich werde jetzt keine explizite oder detaillierte Auslegung machen, aber ich möchte ihn nehmen, um da einfach einzusteigen in dieses Thema, nämlich Offenbarung 3, die Verse 7 bis 8. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Davids Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, niemand von uns steht gerne vor verschlossenen Türen. Kommt heim nach dem Fußballspiel, nass geschwitzt, freut sich auf eine heiße Dusche, Schlüssel vergessen. Frau nicht zu Hause, niemand da, ich komme nicht rein. Das ist richtig, richtig ärgerlich, frustrierend, entmutigend. Das gilt eben für jede reale Tür. Das gilt aber auch für verschlossene Türen im Bereich von zum Beispiel Beziehungen. Wenn sich Beziehungen nicht ergeben, Beziehungen vielleicht auch wieder trennen. Bei der Arbeit, wenn es den Schritt in die nächste Ebene hinein irgendwie nicht gelingt oder ein Bewerbungsgespräch abgelehnt wird. In finanziellen Situationen, wo man so sehr sich wünscht, dass da ein bisschen irgendwie was vorwärts geht und Entlastung schafft, bei der Ausbildung oder sogar auch beim Einsatz für Gott hier in der Gemeinde, wo man einfach vor verschlossenen Türen so auch steht. Und wenn eben eine Gelegenheit, eine Möglichkeit verschwindet, eine offene Tür sich schließt, dann kann das sehr, sehr frustrierend sein. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Türen, die sich nicht öffnen, die du am liebsten irgendwie eintreten würdest, damit es da weitergeht. Und das ist ebenso auch dieses Spannungsfeld, in dem wir leben. Auf der einen Seite diese offene Tür, wo Jesus sagt, klopft an, so wird euch aufgetan. Und auf der anderen Seite die verschlossenen Türen, die es gibt, die Gott selbst vielleicht auch schließt, die nicht geöffnet werden können, wo er aber zuschließt, da kann niemand aufschließen, kann niemand mehr öffnen. Und ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, ja, woher weiß ich denn eigentlich, ob ich jetzt an Punkten oder an Bereichen dranbleiben soll, damit da endlich vorwärts geht etwas, dass sich eine Tür endlich auftut. Muss ich einfach nur lauter klopfen? Hat Jesus vielleicht nicht das Klopfen gehört? Kann ja auch sein. Nochmal kräftig dran. Oder muss ich vielleicht irgendwie frömmer werden? Mehr fasten? Muss ich vielleicht mehr beten? Mehr glauben, damit sich diese Tür denn endlich öffnet? Wann ist eine Türe von Gott verschlossen und wird nicht aufgehen, ganz egal, wie ich mich verhalte, ganz egal, was ich tue. Und ich finde, es ist gar nicht so einfach, weil in der Bibel ist ja immer wieder auch so die Rede davon, dass ein gläubiger Mensch, ein Mensch, der Gottes Perspektive in seinem Leben hat, dranbleiben soll, beharrlich sein, beharrlich im Gebet. Nicht so schnell aufgeben. Ja, ein Beispiel ist die samaritanische Frau, die sich eben nicht abwimmeln lässt,
sondern die sich in Bewegung gesetzt hat, die ein klares Ziel hatte und der es egal war, dass Jesus sie zunächst abgelehnt hat. Die hat nachgebohrt, die hat nicht locker gelassen, die war dran. Und es hat dazu geführt, dass Jesus gesagt hat, okay, Frau, dein Glaube, der ist anscheinend so groß, dir geschehe, wie du willst. Beharrlichkeit dranbleiben. Das ist die große und auch schwierige Frage. Und die gute Nachricht ist, dass es da eine ganz, ganz einfache Antwort drauf gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass zumindest was mich betrifft, die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Ich kann es eben nicht sagen. Aber ich denke, Gott hat größere Dinge für uns geplant, als alles ganz sicher zu wissen. Warum etwas so ist, warum eine Tür nicht aufgeht, ob man dranbleiben soll oder aufhören soll. Und vielleicht werden wir in diesem Leben nie ganz sicher wissen, warum manche Türen aufgehen und manche Türen eben nicht. Jesus sagt nicht, wie laut wir klopfen müssen oder wie lange wir auch beharrlich dranbleiben sollen. Aber wenn wir verstehen, warum es vielleicht auch gut sein kann, warum manche Türen nicht geöffnet werden, kann uns das, denke ich, dabei helfen, auch mit verwehrten Möglichkeiten umzugehen. Damit umzugehen, wenn Pläne eben nicht gelingen, vielleicht auch scheitern, es nicht vorwärts geht in verschiedenen Bereichen. Und deshalb habe ich drei kompakte Gedanken für euch, für uns, die uns auf die Spur bringen können, auch warum manche Türen nicht geöffnet werden. Der erste Grund kann sein, warum eine Tür nicht aufgeht, weil wir an die falsche Tür klopfen. Wir klopfen einfach an die falsche. Im Neuen Testament wird von einem Erlebnis berichtet von Jesus und drei Jüngern, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Und diese drei Jünger sind mit Jesus auf einem Berg und sie sehen seine Herrlichkeit, sie sehen wundersame Dinge. Sie sehen, wie Jesus mit Mose und mit Elia spricht und sie sind so sehr davon überwältigt, dass sie Jesus bitten, Rabbi, lieber Jesus, wie wundervoll ist es hier. Komm, lass uns hier bleiben. Es ist schön. Hier wollen wir bleiben. Wir bauen eine Hütte, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Manche von euch wissen vielleicht, wie diese Geschichte ausging. Diese Bitte wurde nicht erhört. Kurz darauf waren sie schon wieder unten vom Berg. Warum? Es war die falsche Bitte. Ja, die Herrlichkeit ist verschwunden und Jesus ist mit seinen Jüngern wieder vom Berg hinuntergelaufen, weil sie einfach noch viel zu viel zu tun haben, weil sie noch eine Botschaft hatten, die sie ans Volk bringen wollten. Es war nicht Zeit, um sich niederzulassen und diese gute Zeit miteinander da zu genießen. Und wir finden an verschiedenen anderen Stellen in der Bibel auch weitere verschlossene Türen, ganz einfach dann, wenn die Bitte falsch war. Zum Beispiel als Jakobus und Johannes, auch zwei Jünger Jesu, ihre Mutter zu Jesus vorschicken, damit sie Jesus fragt, ob ihre zwei Söhne nicht bessere Plätze im zukünftigen Königreich von Jesus im Himmel bekommen, dass sie ein bisschen näher an Jesus dran sitzen dürfen. Nicht passiert. Falsche Bitte. Ja, oder als genau diese zwei, Jakobus und Johannes, Feuer vom Himmel herabgebetet haben oder auf ein samaritanisches Dorf herunterbeten wollten, um es platt zu machen, um es zu atomisieren, weil die Dorfbewohner sie nicht willkommen geheißen haben. Bitte wurde nicht erfüllt, weil es eine falsche Bitte war. Oder als Mose, Jeremia, Elia und auch Jona Gott baten, ihnen das Leben zu nehmen. In jedem Fall sagt Gott nein, 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 nein. Falsche Bitte. Und ich denke, dass die vier heilfroh waren, dass Gott diese Bitte nicht erhört hat, als es ihnen dann ein paar Tage später wieder besser ging. Ihre Stimmung sich gehoben hatte. Und ich denke, dass wir dankbar sein können, wenn Gott manchmal Nein sagt, eine Tür eben nicht öffnet. Und ich habe ein wunderschönes Lied im Vorfeld gefunden von Garth Brooks.
Das Lied heißt Unanswered Prayers und da ist eine Textstelle oder eine Liedstrophe drin, deutsch übersetzt. Denn vielleicht sind Gottes größte Geschenke unbeantwortete Gebete. Vielleicht ist das ein Riesengeschenk, wenn nicht jedes unserer Gebete erhört wird. Wir klopfen an die falsche Tür. Das kann ein Grund sein, warum sich eine Tür nicht öffnet. Der zweite Punkt wäre, es erwartet uns etwas Besseres. Manchmal bleibt eine Tür verschlossen, weil später etwas Besseres auf dich wartet. Du kannst es nur noch nicht sehen. Und lest euch da gern auch mal verschiedene Geschichten aus der Geschichte auch durch, zum Beispiel Abraham Lincoln, Präsident der USA, oder auch Josef und seine Brüder in der Bibel. Das sind alles so Geschichten, wo Menschen zunächst denken, ey, wo sollen das alles hinführen? Alles scheitert, alle Pläne sind irgendwie zum Scheitern verurteilt und es geht nicht weiter. Um dann später festzustellen, oh wow, da wo ich jetzt stehe, da hätte ich im Traum nicht mitgerechnet. Das sind Türen geöffnet worden, die hatte ich nicht gesehen. Und es kann eben sein, wenn eine Tür zu bleibt, obwohl du schon lange dafür betest und versuchst sie irgendwie zu öffnen, dann kann es sein, dass vielleicht etwas Besseres auf dich wartet. Aber an dieser Stelle ist mir ganz wichtig auch nochmal zu sagen, sag diesen Satz nur zu dir selbst. Den darfst du nur zu dir selbst sagen. Sag es niemand anderem. Das kann ein sehr, sehr schwacher Trost sein, wenn du zu jemandem sagst, bei dem sich gerade eben eine Tür nicht öffnet und verschlossen bleibt, Bewerbung abgesagt wurde oder auch eine Beziehung vielleicht zu Ende gegangen ist oder eine Beziehung, wo man so viel reingesteckt hat, reingehofft hat, dann irgendwie nicht zu einer Beziehung wird oder ein Ehepaar, das keine Kinder kriegt, schon seit Jahren dafür betet. Wenn du dem auf die Schulter klopft und sagst, hey, komm, Kopf hoch, es wartet was Besseres auf dich. Ja, das kann sehr verletzend, das kann sehr demoralisierend sein, schmerzhaft sein. Manch einer braucht es, kommt ein bisschen wahrscheinlich auch auf den Typ an. Ja, manch einer braucht so einen Tritt in den Hintern und eine Ermutigung und komm, es wird besser. Es kommt irgendwas Besseres auf dich, aber lasst uns diesen Satz, es wartet etwas Besseres auf dich, lieber uns selbst sagen oder Gott uns sagen. Gott hat immer das Recht, auch Nein zu sagen und das ist auch gut so. Und Gott weiß, was zu einem guten, vielleicht auch zu einem besseren Ende führt. Der nächste Punkt ist Chance auf Wachstum. Manchmal bleibt eine Tür verschlossen, weil mein Charakter dadurch wachsen kann und soll. Im Neuen Testament wird von einem Zauberer namens Simon berichtet, der sehr begeistert oder fasziniert war von der Art und Weise, wie Paulus geredet hat, von dieser Kraft, die er hatte, von der Vollmacht, die Paulus hatte. Und er war so fasziniert davon, dass er Paulus Geld angeboten hat, um diese Vollmacht auch zu bekommen. Die erste paar Tausend, sag mir, was ist dein Geheimnis? Und seine Bitte, die wurde ihm verwehrt, weil sein Charakter ein paar Nummern zu klein war und seine Motivation auch nicht rein war. Er wollte diese Vollmacht, diese Power und Kraft nicht haben, um anderen Menschen dadurch zu helfen, sie zu unterstützen, auf Jesus hinzuweisen, sondern um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Anerkennung bei den Menschen um ihn herum zu bekommen. Er war nicht reif dafür, dass sich diese Tür dieser Kraft und Vollmacht für ihn öffnete. Und jedes Nein Gottes kann also auch eine Chance sein, Schritte im Glauben zu gehen und charakterlich, persönlich auch im Glauben stärker zu werden, zu wachsen. Und vielleicht
erinnern uns in 5 Tagen daran, am Freitag, an Karfreitag, als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung Jesus im Gebet bittet: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Komm, zeig mir eine Alternative. Öffne eine Tür raus aus dieser Situation, in der ich mich gerade befinde. Er hat gebetet, dass ein Ausweg erscheint, dass da eine Alternative kommt. Aber die Tür blieb verschlossen. Die Tür, nach der er sich gesehnt hat, blieb zu. Und auch in letzter Sekunde hat sich da nichts verändert. Und diese verschlossene Tür, vor der Jesus stand, wurde aber zur Hoffnung für die ganze Welt. Und am Kreuz sehen wir, wie aus Gottes Nein zu Jesus ein Ja zu jedem Menschen wird. Ein Nein für Jesus wird zu einem Ja für jeden Menschen, zu deinem und zu meinem. Ich weiß nicht abschließend, warum manche Türen trotz unserer Gebete, unseres Hoffens verschlossen bleiben. Aber es gibt gute Gründe, warum nicht jede Tür von Gott geöffnet wird. Weil wir an die falsche Tür klopfen, etwas Besseres uns vielleicht auch auf uns wartet, wir dadurch persönlich wachsen können und sollen. Und lasst uns so im Vertrauen auf Gott, auf diese verschlossenen Türen immer wieder sehen und als Chancen Gottes auch betrachten. Eine verschlossene Tür nicht als Ablehnung, als Ärgernis, sondern als Chance. Ihr Lieben, ich habe zum Schluss noch einen letzten Gedanken für euch, für alle, die vielleicht gerade nicht vor verschlossenen Türen stehen, sondern vor Türen stehen über alles offen und gar nicht wissen, wo sie denn jetzt irgendwie den nächsten Schritt auch tun sollen. Ich habe euch hier so ein Bändel mitgebracht. Remove before flight. Wisst ihr, für was dieser Bändel gebraucht wird? Wahrscheinlich der eine oder andere kann sich es schon denken. Diese Bändel, die hängen an Flugzeugen. Und zwar an Teilen, die, bevor dieses Flugzeug abhebt, gelöst werden müssen. Ja, das kann sein, dass da ein Bolzen dran ist, der das Fahrwerk irgendwie sichert, dass das Flugzeug nicht wegrollt. Oder es können irgendwelche Verdeckungen sein, die da helfen, dass bestimmte Teile nicht verschmutzen und so. Und die Crew hat eben die Aufgabe, bevor das Flugzeug startet, alle Teile, die so markiert sind, zu entfernen. Und wenn sie das nicht machen, dann kann das zu einer Katastrophe führen. Kann natürlich auch sein, dass das Flugzeug einfach nicht startet, aber es können auch Unfälle passieren, weil irgendwas noch dran ist, was da nicht sein sollte. Und die Aufgabe ist eben, das immer wieder auch wegzumachen, diese Bändel, damit das Flugzeug abheben kann. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir ganz viele solcher Bänder auch in unserem Leben haben, die eigentlich schon längst entfernt sein müssten. Und wir immer noch irgendwie wie so ein Flugzeug im Hangar stehen und nur darauf warten, den nächsten Schritt zu machen. Wir eigentlich schon hätten längst losfliegen können. Und wenn du heute oder auch in den nächsten Wochen eine größere oder eine kleinere Tür entdeckst oder vor einer stehst, wo du nicht genau weißt, ob du durchgehen sollst, oder bei einer Tür vielleicht auch irgendwie spürst, hey, da ist was Neues. Da bricht etwas auf, da kann ich schon ein bisschen was riechen von diesem Duft, von diesem neuen Land, von diesen neuen Möglichkeiten, dann lass dich nicht behindern durch diese Bändel, durch diese Dinge, die dich zurückhalten, die dich vielleicht auch auf dem Boden halten, die dich ausbremsen, die dich blockieren. Und wenn du zögerlich vor so einer Tür stehst, dann können dir folgende Fragen eine Hilfe sein, einen Schritt zu gehen, mutig zu sein. Die erste Frage kann sein: Was hält mich zurück? Was hält mich denn wirklich zurück, da einen Schritt durch diese offene Tür zu gehen, diese Möglichkeit wahrzunehmen? Die zweite Frage ist: Was befürchte ich denn? Wovor habe ich Angst, da mutig zu sein, einen Schritt zu gehen? Was könnte schlimmstenfalls passieren? So, was wäre so das Worst-Case-Szenario, also der schlimmstmögliche Fall,
der eintreten könnte, wenn du diese Entscheidung triffst, wenn alles schief gehen sollte. Und oft merken wir dann, na, so verheerend sind dann doch viele Konsequenzen nicht. Ja, oder die letzte Frage, was wird passieren, wenn ich einfach nichts tue? Gar nichts, einfach warte. Wenn ich sozusagen im Hangar bleibe, dort, wo scheinbar alles sicher ist. Ich glaube, die Fragen, die sind gut, kann man sich stellen, bevor man durch eine Türe geht auch. Aber wichtig ist mir einfach auch nochmal so zu sagen, Gott ist da, wo du gerade bist. Ob das jetzt vor diesen offenen Türen ist, wo du noch nicht so genau weißt, ob du den Schritt wagen sollst, oder ob du vor verschlossenen Türen stehst. Hoffst, dass sie aufgehen, sich aber irgendwie nichts tut. Und die sichere Zone ist immer dort, wo wir uns Gott ausliefern. Eben vor verschlossenen Türen, aber auch vor offenen Türen. Gott ist dabei und er führt weiter. Und Gott ist ein Gott der offenen Türen und stößt immer wieder auch Türen auf und eröffnet Möglichkeiten für dich und für mich. Er ist aber auch da und tröstet, wenn es nicht weitergeht, wenn es stagniert, wenn wir irgendwie auf der Stelle tapsen. Auch dann ist er da. Und es geht, denke ich, darum, dass wir einfach dort sind, wo Gott uns haben möchte, dass wir bereit sind, da zu sein, wo Gott etwas vorhat mit uns. Und zu sehen, wo er jetzt auch schon etwas tut, ganz egal, wie alt du bist. Es geht darum, dass wir aus dem, was jetzt gerade ist, das Beste machen und auf Gott auch vertrauen. Es geht darum zu fragen, was, Gott, hast du mit mir vor? Und es gibt unzählige offene Türen in unserem Leben und selbst die geschlossenen haben einen Grund. Und ich möchte dich einladen, lass uns die Bänder in unserem Leben checken, sie entfernen und dann losfliegen. Ja, auch wo wir vor offenen Türen stehen. Aber auch im Vertrauen darauf geschlossene Türen stehen lassen, aushalten, auch diese als Chancen zu sehen. Ich möchte noch beten. Hey Jesus, du bist mit uns unterwegs, mit jedem Einzelnen von uns. Du siehst uns. Du weißt, was uns bewegt. Du siehst unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, auch diese Dinge, die wir so sehr erhoffen, aber wo wir irgendwie vor verschlossenen Türen stehen, wo es nicht weitergeht. Du siehst unsere Verzweiflung da vielleicht auch an manchen Stellen. Unsere Traurigkeit, die uns beschleicht. Siehst unsere Unsicherheit, unsere Ängste bei den vielen Möglichkeiten, die sich aber vielleicht auch an anderer Stelle auftun, Herr. Und Herr, ich bin so froh, dass du immer wieder deine Perspektive in unser Leben bringst, dass bei dir Hoffnung zu finden ist, Zuversicht, dass es bei dir keine auswegslosen Situationen gibt, du immer wieder Wege schaffst, weil deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Deine Wege auch andere sind als unsere Wege. Und Herr, das möchte ich dich bitten für mich, für uns, für jeden Einzelnen, dass wir einfach vertrauen können dir. Schenk dieses Vertrauen in deine Wege, in deine Führung und in deine Leitung, Herr. Du bist groß und du meinst es gut und ich möchte dich ehren und dich preisen und dir Danke sagen. Amen.